4016:47 Fazit. Das erste Halbfinale der BBL Playoffs steht. Alba Berlin behält auch im dritten Duell mit Ratio Farm Ulm klar die Oberhand, entscheidet die Serie durch ein 100:83 mit 3:0 für sich und trifft in der Vorschlussrunde auf die EWE Baskets Oldenburg. Dabei war die heutige Partie ein Abbild der gesamten Serie. Die Donaustädter konnten über weite Strecken gut dagegenhalten, konnten aber die Ausfälle von Patrick Miller, Herr Günther und Max Ugrai letztlich nicht kompensieren und hatten der individuellen Klasse der Berliner in der Crunch Time nichts entgegenzusetzen. Erneut konnten die Albatrosse einen fulminanten 18:0-Lauf aufs Parkett zaubern und das Match damit entscheiden. Peyton Siever war in seinem ersten Spiel nach kurzer Verletzungspause mit 18 Punkten erfolgreichster Berliner, für Ulm steuerte Kat Reinhardt gar 21 Zähler bei. Die Ulmer fahren heute noch zurück und lassen die Saison morgen ausklingen, die Hauptstädter dürfen ein paar Tage regenerieren und trainieren, bevor es zum ersten Halbfinale nach Oldenburg geht. Tschüss aus Berlin und bis zum nächsten Mal. 4016:40 Spielende 4016:40 Luke Sigmar. Der Eurocup MVP beendet die Partie und muss zum Bäcker. 4016:39 machen die Hausherren es noch dreistellig. Nach einem Dunking von Rukas Gedraitis fehlen nur noch zwei Zähler. Wer muss die Donuts holen? 3916:38. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen und bei 12 Zählern Vorsprung sollte dafür Alba Berlin nichts mehr anbrennen. Die Fans feiern bereits lautstark und Aito Garcia Reneses beginnt schon durchzuwechseln. Krezi Minikic macht seine ersten beiden Zähler, 3716:34 der 20. Turnover der Gäste besiegelt hier vielleicht schon das Ulmer Schicksal. Fotu gibt die Kugel her, Sigmar macht den nächsten leichten Zähler. Wenig später netzt Peyton Siever nochmal von Downtown ein und stellt auf 90:76. Die 100 ist schon wieder in Sicht. 3616:33 Berlin spielt das gerade eine Nummer zu wild und mit zu vielen Einzelaktionen. Davon profitiert Gavin Schilling per Dunking und wenig später fast auch Kat Reinhardt, der beim Dreier aber von Franz Wagner geblockt wird. 3416:30 plötzlich ist wieder Feuer drin. Ulm verkürzt auf 9 Punkte und hat den nächsten Ballbesitz, doch Ryan Thompsons Ballverlust beendet die Serie vorerst. Luke Sigmar ist auf und davon und lässt es krachen. Thorsten Leibenaert nimmt nochmal eine Auszeit, 3316:27. Ulm muss es jetzt natürlich von der Dreierlinie versuchen, wenn sie hier nochmal herankommen wollen und das ist zumeist die Aufgabe von Kat Reinhardt. Im 9. Versuch landet der US-Amerikaner seinen 6. Treffer. Auch David Krämer trifft von draußen und Ulm ist auf 12 dran, 3216:25. Allein diese Aktion ist bezeichnend für die ganze Serie. Derek Walton trifft den nächsten Berliner Dreier und zeitgleich kassiert Javonte Green im Duell mit Tim Schneider sein 5. Foul, geht raus und ermöglicht den Gastgebern das nächste 5-Punkte-Spiel. 3116:22 Beginn 4. Viertel 3016:22 Viertelfazit. Alba Berlin steht mit anderthalb Beinen im Halbfinale der BBL Playoffs. Mit einem furiosen 15:0-Lauf innerhalb von gut 2 Minuten beseitigen die Hauptstädter letzte Zweifel und überrollen Ratio Farm Ulm ein weiteres Mal. Die Leibenthal-Truppe kann einem fast leid tun. Bis Mitte des dritten Viertels war das voll in Ordnung von den Donaustädtern, aber dann kam einmal mehr der große Bruch. Wenn hier kein Wunder passiert, gehen die Ulmer in wenigen Minuten in den wohlverdienten Urlaub. 3016:20 Ende 3. Viertel 2916:17 Jetzt läuft Alba heiß und Ulm fällt auseinander. Tim Schneider trifft ebenfalls von Downtown, Giffey und Saibu legen innerhalb von Sekunden nach.
Berlin ist auf einem 17:0 Lauf und auf 20 Punkte weg. Wahnsinn, wie schnell das ging. Auszeit Ulm, 2816:16 Nils Giffey verhindert hinten mit den Fingerspitzen das Elio-Opan-Spiel von Kat Reinhardt Richtung Javonte Green und drückt im Gegenzug vorne den nächsten Dreier in die Maschen, 2716:14 den Ulmern droht die Partie gegen Ende des dritten Viertels mal wieder zu entgleiten. Die ersten Köpfe hängen und Thorsten Leibe naht hat bei der nächsten Auszeit seine liebe Mühe und Not, seine Jungs wieder zu motivieren. 2616:13 es sind diese Aktionen, die Ulm hier eine bessere Ausgangslage kosten. Gavin Schilling vergibt vorne den Freiwurf, Alba schnappt sich den Rebound und Sekunden später zappelt der nächste Dreier von Derek Walton im Netz. 2516:10 Alba ist jetzt deutlich fokussierter als vor der Halbzeit und spielt seine Qualitäten im Angriff voll aus. Sie war auf Sigmar, der steckt durch in den Lauf von Hermansson und der Isländer muss das Ei nur noch ins Nest legen. Berlin hält die 7-Punkte-Vorsprung stabil, 2316:08, aber auch Ratio Farm Ulm kommt gut aus der Kabine und ist mit Abina bringt die Gäste mit einem Dreier und einem Assist für Ryan Thompson wieder heran. Derweil hat sich Javonte Green eher unnötig Foul 4 eingefangen und sitzt schon wieder, 2116:05 weiter geht's in der Mercedes-Benz Arena. Martin Hermansson erzielt die ersten Punkte der zweiten Halbzeit für die Gastgeber, 2116:04 Beginn 3. Viertel, 2015:54 Viertelfazit. In den letzten 5 Minuten des zweiten Abschnitts drehen die Albatrosse auf. Derek Walton sorgt mit der Sirene per Dreier für den 50:43 Halbzeitstand zugunsten der Hausherren. Auffälligster Berliner war allerdings der wiedergesehene Peyton Siever mit 15 Punkten in Hälfte 1. Ratio Farm Ulm war nach gemächlichem Auftakt heute richtig gut drin in der Partie und lag zeitweise mit einigen Punkten in Front, doch man hat das Gefühl, dass die Gäste einklappen, sobald Alba hier ernst macht. Vor allem lassen die Ulmer immer wieder die einfachen Berliner Punkte zu, die Thorsten Leibenat unbedingt verhindern will. Ryan Thompson ist mit 11 Zählern bisher bester Ulmer. Gleich geht's weiter mit Hälfte 2, 2015:48 Ende 2. Viertel, 2015:48 bei Peyton Siever ist von fehlender Matchpraxis nach der Verletzung nichts zu spüren. Der Berliner Einser beantwortet jeden Ulmer Dreier selbst mit einem Dreier und steht schon bei 15 Punkten, 1915:45. Die Partie ist jetzt einfach nur noch vogelwild. Der Ball wechselt im Sekundentakt den Besitzer und es kommt auf beiden Seiten nicht mal ein Abschluss zustande. Unter dem Strich bleibt es eine ganz enge Angelegenheit. Berlin führt mit einem einzigen Zähler, 1715:43. Jetzt machen die Ulmer es sich selbst schwer. Während Martin Hermansson einen Dreier für Alba versenkt, reißt Gavin Schilling in der Zone Johannes Thiemann um und er legt noch 2 Freiwürfe drauf. Ein 5-Punkte-Spiel für die Gastgeber, 1615:39. Jetzt geht es hier mächtig ab. Berlin hat die Intensität hochgefahren und es geht wild hin und her. Johannes Thiemann arbeitet am offensiven Brett für Alba unheimlich stark und bringt die Hausherren wieder in Front, 1515:36. Alba hadert im Moment ein wenig mit sich selbst und auch mit den Schiedsrichtern. Früh haben die Hauptstädter in diesem Viertel die Team-Foul-Grenze erreicht und Ulm darf an die Linie. Die Zuschauer sind mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden und quittieren diese mit lauten Pfiffen, 1415:32, aber genau das darf den Ulmern nicht passieren. Zweimal gibt's vorne den Ballverlust, das Umschalten schlägt fehl und Berlin verbucht durch Hermansson und Gitraitis 4 schnelle und leichte Punkte.
Aus Zeit Ulm 1315:31 Ratio Farm Ulm ist im Vergleich zu den ersten beiden Spielen nicht wiederzuerkennen. Die Gäste bringen jetzt die Intensität auf die Platte, die in den Playoffs notwendig ist. Und damit hat Alba ganz klar Probleme. 1215:28, es trifft weiter nur Ratio Farm Ulm. Die Gäste machen auch nach der ersten kurzen Pause die ersten vier Zähler, während bei Alba einfach nichts fallen will. Martin Hermansson lässt gar zwei Freiwürfe liegen. 1115:26 beginnt zweites Viertel. 1015:25 Viertelfazit. Ein interessantes erstes Viertel mit einigen Wendungen geht mit 20:17 an Ratio Farm Ulm. Alba Berlin kam zunächst besser in die Partie und lag angeführt von Rückkehrer Peyton Siever schon mit 8 Punkten vorne, als Thorsten Leibenhardt eine Auszeit nahm und die Defense intensivierte. Fortan ging bei den Hausherren gar nichts mehr. Ulm startete einen 8:0 Lauf und geht verdient mit einer knappen Führung in den zweiten Abschnitt. 1015:23 Ende 1. Viertel 1015:20. Seit der Auszeit sind die Donaustädter auf einem 8:0 Lauf und haben die Partie ausgeglichen. Yoshiko Saibo beendet dann die Berliner Flaute und bringt Alba wieder in Front. 915:19. Alba ist seit einer Weile offensiv nicht mehr im Fluss. Die Hausherren tun sich gegen die nun griffigere Defense der Ulmer schwer und finden keine guten Würfe. 815:18. Javonte Green meldet sich nach kurzer Pause mit einem In-One zurück und verleiht den Gästen wieder Hoffnung. David Krämer legt von der Linie nach und die Gäste sind wieder dran, als Javonte Green nach seinem zweiten Steal in kurzer Zeit einen spektakulären Dunk landet. 615:12 Sigma Time. Der Berliner Eurocup MVP versenkt erst seinen ersten Versuch von der Dreierlinie und fängt Sekunden später einen Act-in-A-Pass ab, um Rokas Getraitis leichte Punkte zu ermöglichen. Berlin führt mit 8 und Thorsten Leibenhardt zieht die erste Auszeit. 415:09, das ist nicht der Start, den die Ulmer sich erwünscht hatten. Javonte Green kassiert ganz früh sein zweites persönliches Foul und geht erstmal auf die Bank. Damit büßen die Gäste natürlich jede Menge Athletik ein. Auch Bogdan Radosavljevic fängt sich bereits das zweite Foul ein. 315:05. Die ersten Berliner Punkte kommen gleich mal von Rückkehrer Siever, der einen Dreier aus der linken Ecke versenkt. Ismet Akdiner hat sofort die Antwort für Ulm parat, bevor Johannes Thiemann für die Albatrosse nachlegt. 215:04. Die Gäste aus Ulm beginnen wieder mit einer großen Formation. Neben Ismet Akdiner beginnen Ryan Thompson, Javonte Green, Isaac Foto und Bogdan Radosavljevic. 115:03. Auf geht's! Bei den Hausherren ist Peyton Siever wieder fit und steht auch gleich in der Starting Five neben Martin Hermansson, Rokas Getraitis, Luke Sigma und Johannes Thiemann, der in Abwesenheit der heute verletzt fehlenden Dennis Clifford und Landry Nwoko den Berliner Big Man gibt. 115:03 Spielbeginn 14:56. Seit 16 Jahren wurde in den BBL-Playoffs kein 0:2 mehr in einen Sieg gedreht. Wenn Ulm diese Serie beenden möchte, dann muss heute zwingend ein Sieg her. Dazu müsste zwar wirklich alles passen bei den Gästen und bei Alba müsste einiges schief laufen, aber im Basketball ist nichts unmöglich. Gleich geht's dann auch endlich los in der Mercedes-Benz Arena, die heute mal ganz ordentlich gefüllt ist. Spieler und Schiedsrichter sind bereits auf dem Parkett und in wenigen Augenblicken geht's zum Tip-Off. 14:52 bei den Gästen ist von der Euphorie nach dem starken Schlussspurt in der Hauptrunde nicht mehr viel zu spüren. Vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle von Patrick Miller und Per Günther, der zuletzt nur über das Feld humpelte, machen Ratio Farm Ulm zu schaffen. Wenn der dreimalige Wiesemeister sich die Chance auf ein weiteres Heimspiel offenhalten will, dann sind heute vor allem zwei Dinge essentiell: weniger Turnovers und bessere Arbeit beim Rebound.
Wenn uns das gelingt, so Coach Thorsten Leibenat in seinem möglicherweise letzten Spiel als Ulmer Coach, können wir das schaffen, was viele für unmöglich halten, nämlich das Spiel in Berlin bis in die Schlussphase eng zu gestalten und uns eine realistische Siegchance zu sichern. 14.44 Uhr vor heimischem Publikum will Alba Berlin nun möglichst schon heute den Deckel drauf machen auf diese Serie. Einerseits um ein mögliches Comeback der zum Ende der regulären Saison stark aufspielenden Ulmer zu verhindern, andererseits um nach einer langen und kräftezehrenden Spielzeit vor dem Halbfinale mal fast eine ganze Woche regenerieren zu dürfen. Der zuletzt überragende Hermansson warnte aber davor, die angeschlagenen Ulmer auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie haben ja nichts mehr zu verlieren und keinen Druck mehr. Da spielt es sich oft einfacher, sagte der Isländer im Vorfeld von Spiel 3, 14.34 Uhr. Gemessen an den Resultaten ist die Serie zwischen Alba und Ratio Farm bisher die einseitigste in dieser Runde der letzten 8 BBL-Teams. Nach dem deutlichen 107:78 Auftakterfolg an der Spree siegten die Albatrosse am Dienstag auch in Ulm sicher mit 98:83. Und so klar wie das aussieht, ist es in diesem Falle auch gewesen. Bis auf einzelne kleine Läufe sind die Donaustädter dem Eurocup-Finalisten in jeder Hinsicht unterlegen. Und das, obwohl die Hauptstädter in den ersten beiden Partien auf Spielmacher Peyton Siever verzichten mussten. In Spiel 2 übernahm dafür Martin Hermansson mit 23 Punkten und 7 Assists, 14.31 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum Playoff-Sonntag in der BBL. Nach den EWE Baskets Oldenburg, können heute zwei weitere Teams den Sweep perfekt machen und das Halbfinale buchen. Bevor sich die Bayern später mit Braunschweig duellieren, starten wir gleich mit Spiel 3 zwischen Alba Berlin und Ratio Farm Ulm in den Nachmittag. Let's Block Ads. Why?